Biotope im Naturgarten ist das Thema dieser kleinen Reihe und jetzt geht es um Trockenmauern. Wie Sie in dem großen Bild sehen, haben wir hier am Hof in diesem Jahr eine ganz neue Trockenmauer wieder aufgesetzt. Die war in die Jahre gekommen und das ist ein wunderschönes, sehr ästhetisches Ergebnis. Unten drunter das kleine Bild, sehen wir nachher noch mal ein bisschen größer, zeigt im Grunde die am Eingang des Hofs liegende Mauer mit ihrem Pflanzenbewuchs und Moos. Auch hier geht es darum, wer lebt hier, ein paar Bilder zur Inspiration und Literaturempfehlungen. Kann man mal gucken, Trockenmauern, wer lebt hier? Kröten, Blindschleichen haben wir hier auch ganz, ganz viele, Feuersalamander, Mauereidechsen, Weinbergschnecken, Hausrotschwanz sitzt auch gerne und guckt. Was wird geboten? Höhlen zum Bewohnen, Verstecke, warme und sonnige Plätze, wenn die Steine sich aufgeheizt haben in der Sonne, ist das einfach ein super, eine schöne Abstrahlungswärme. Ich meine, wer schon mal in einem Raum mit einer Wandheizung, die lehmverputzt war, es ist so eine angenehme Wärme und ich verstehe alle wechselwarmen Tiere, die sagen, hier ist das jetzt richtig schön, der Wind ist kühl, aber die Steine sind noch warm. Es gibt Nischen für spezielle Pflanzen, werden wir nachher noch drauf gucken. Trockenmauern eignen sich super als Hangsicherung, als Grundstücksgrenze, als Sichtschutz und sie hat ein ganz eigenes Mikroklima. Ganz wichtig, wir sind ja hier für Naturgarten unterwegs, dass man Natursteine aus der Region nimmt und keine Steine aus China. Jetzt kommen ein paar Bilder. Hier ist unser Freund der Feuersalamander. Das ist eine Aufnahme hier aus dem Gelände. Und links so eine Gabionsteinmauer ist im Grunde auch eine Trockenmauer. Da ist auch nichts drin, kein Mörtel, kein Beton. Und ganz natürlicherweise bieten sich durch solche Schüttungen Ritzen und Nischen für die Tiere. Wollte ich nur mal zeigen, weil auch das ist eine Trockenmauer. Genau, hier kommt ein anderer Bewohner. Ich finde, die guckt so keck, als wenn sie sagen wollte, na, das ist hier mein Platz. Ich finde Blindschleichen ganz toll. Damit bin ich hier ein bisschen alleine. Alle bundesfreiwilligendienstleistenden weiblichen Menschen fanden den Anblick der Blindschleichen eher etwas gruselig. Hier eine Kröte. Ja, und jetzt kommt ein wunderschönes Bild. Eine Mauer wie ein Traum. Also was man in der Mitte sieht, diese beiden Steine, die sich so aneinander schmiegen, es ist einfach wunderschön. Das macht eben auch so Spaß beim Setzen einer Trockenmauer. So lange zu gucken, bis man Steine findet, die aussehen, als wären sie wie füreinander geschaffen. Und die dann zusammenzufügen, ist eine wunderschöne Arbeit. Hier kommt ein Bild eines Freundes, der sich auf den Bau mit Recyclingmaterialien spezialisiert hat. Das ist auch total schön. Das unten kann man sitzen und es liegt eben am Hang und oben kommt die nächste Ebene. Ganz tolle Stimmung, gerade mit den Kerzen, mit dem Teelicht da in der Röhre. Richtig, richtig schön. Ein bisschen was zur Bautechnik. Tja, man kann auf den Bildern, ich habe das versucht, ein bisschen sinnvoll anzuordnen. Man braucht ein Fundament und gut geschotterte Fläche und dann werden die Steine gesetzt, die erste Lage, dann wird wieder schichtweise verdichtet. Dann kommt die zweite Lage Steine drauf, hinterfüllt. Man kann es sehen, die Steine gehen nicht bis zum Erdreich auf dem ersten Bild. Es wird hintermauert mit kleineren Steinen. Das sieht man auf dem dritten Bild ganz oben rechts, dass da vor den Sichtsteinen im Grunde eine Hintermauerung liegt mit etwas kleineren Steinen, die auch krumm und schief sein können. Und aufgefüllt wird es dann mit Schotter, damit die nächste, also die Hintermauerung wird aufgefüllt mit Schotter. Genau. Und oben liegen die großen Steine. Hier gibt es jetzt nochmal eine ganz kurze Übersicht. Das Fundament darf gerne 20 cm breiter sein als der Mauerfuß, damit da hinterher auch alles satt liegt. Es muss mindestens 30 cm tief ausgeschachtet sein und der Schotter wird lagenweise verdichtet. Das heißt, man kippt Schotter rein, stampft es fest, so wie jetzt dann mit dem Handstampfer oder auf großen Flächen natürlich mit dem Rüttler, nimmt die nächste Lage Schotter, bis man auf der Höhe ist,
auf der die Bodenebene ist, wo man dann die erste Reihe Steine legt. Zur Mauer habe ich hier eine kleine Zeichnung mit eingefügt. Also es ist ganz wichtig, dass die Mauer eine Neigung hat, eine Dosierung 10 bis 15 Grad. Und hat man eine freistehende Mauer, wo also beide Mauerseiten aufeinandertreffen, dann ist die Mauer durch die Neigung auf beiden Seiten oben schmaler als unten. Und abgeschlossen wird mit schweren Steinen oben und nicht mit den kleinen, die in jeder Hosentasche verschwinden, sondern wirklich oben kommen die großen Steine hin. Oder hochkant gestellte Steine, um richtig viel Gewicht zu haben, damit das sich also durch den Druck stabil bleibt. Es gibt keinen Kontakt zum Erdreich. Die Steine werden im Schotterbett verstaut, verbaut. Genau, Stein auf Stein. Keine Erde als Klebstoff, kein Beton und auch kein Schotter dazwischen. Wenn es ein bisschen wackelt, wird gezwickelt. Das heißt, mit Bruchstücken größerer Steine wird einfach ein kleiner Keil geschoben, um das Kippeln zu unterbinden. Ganz wichtig ist, dass man hin und wieder Durchbinder hat. Steine, wie man das auch da in der Grafik sieht, die so groß sind, dass sie im Grunde den gemauerten Teil überdecken komplett und in die Schotterfläche nach hinten reingehen, um die ganze Mauer über die ganze Tiefe zu stabilisieren. Ja, und oben kann man dann bepflanzen. Jetzt kommen noch ein paar andere Bilder von Baustellen. Das ist meine erste Baustelle, in der ich dafür zuständig war, in einem großen Projekt ausschließlich die Trockenmauereinfassung für Beete zu machen, ein bisschen geschwungen auf einem Schulhof. Und das sind so ein paar Beispiele davon. Ganz unten kann man sehen, ne, ist die Mauer schon bepflanzt. Oben einmal ein Bild, wie dann in eine vorhandene Nische eine Pflanze gesetzt wird. Unten, da sehen Sie mich knien mit dem Hut und dem karierten Hemd. Und witzig, ich hatte, der Helfer der ersten Stunde war ein älterer Herr. Und immer dann, wenn die Elterntrupps auf dem Schulhof sich abgewechselt haben und eine Elternriege wieder ging und die neue kam, dann, und die sahen uns da die Mauer setzen, wurde der Mann angesprochen, was denn zu tun wäre. Und er hat immer gesagt, dahin, da, bitte die Frau fragen. Fand ich super lustig. Und ich liebe es, mit Händen zu arbeiten, ohne Handschuhe. Und auch beim Trockenmauern bauen, weil das ist so ein anderes Gefühl, wenn ich einen Stein in der Hand habe. Ich kann, den lesen ist vielleicht ein komisches Wort, aber ich habe einfach ein viel besseres Gespür. Und am letzten Tag, das ist das kleine Bild, habe ich dann einmal nicht aufgepasst. Das waren 5 Tage und dann klatschten 2 Steine zusammen und mein Finger war dazwischen und dann hatte ich meine erste Blutblase. Aber das gehört dazu und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, das ist so ein richtiges Träumchen. Wenn ich das könnte, wäre ich ganz happy. Das ist auch von dem Freund aus Süddeutschland. Wunderschön. Also so schön zu bauen, finde ich einfach richtig, richtig cool. Hätte ich auch gern. Ist nochmal ein bisschen ein anderer Eindruck, wie man das gestalten kann. Und ne, überall sind Nischen und Ritzen für Tiere. Obendrauf wachsen Pflanzen. So soll das aussehen. Und wenn man jetzt überhaupt gar nicht mauern will, man kann eine Steinpyramide aufschichten oder so wie hier, wenn man im Boden gearbeitet hat und das sind im Boden einfach größere Steine, die einfach schichten zu einem größeren Hügel. Hinten dran gibt's jetzt noch ein bisschen Totholz und dann ist die ganze Fläche angesät. Auch das erfüllt die gleichen Ansprüche. Und hier kommt nochmal das Titelbild in groß. So sieht es bei uns hier aus. Oben die Steinbrech-Felsenelke, Trippmadam, andere Sedumarten, Akelei, ein Farn. Tja, richtiges Refugium. Bepflanzung für Trockenmauer, aber klar. Links im Bild das Zimbelkraut, was hier auch überall wächst. Sedumarten, Dachhauswurz, gelber Lärchensporn ist das kleine Bild unten. Steinbrech-Felsenelke, Zypressen-Wolfsmilch. Und so eine Trockenmauer ist ein Lebensraum für sich. Er bietet Platz für Pflanzen und für Tiere.
Die Vernetzung unterstützt die Stabilität. Es ist eine Win-Win-Situation für beide. Es gibt, ja, wir nennen das in der Permakultursystemik eine positive Rückkopplung, weil das, was das eine Element aussendet, wird durch anderes verstärkt und kommt zurück. Und es gibt eine Fürsorge für das Lebendige, was da entsteht. Jetzt kommen noch ein paar Beispiele. Hier sehen Sie oben und auch unten Sedumarten, in der Mitte eine Wolfsmilch, rechts den wilden Dorst und unten die Steinbrech-Felsennelke. Dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt kommt die Literaturempfehlung und ich habe es schon im ersten Teil gesagt, Natur für jeden Garten wird sich in jeder dieser vier kleinen Vorträge wiederfinden, weil es einfach ein so schönes Buch ist, was so unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung zeigt. Und dann zwei aus dem Parler Verlag, Haufenweise Lebensräume und Lebensraum Trockenmauer. Ich hoffe, Sie nehmen ein paar Inspirationen mit, was Sie machen können oder kaufen sich noch eines der Bücher. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Anlegen von Trockenmauern, Steinpyramiden oder auch Steinhaufen. Und bis bald.